Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem wunderschönen, ja, Let's Play. Ihr Fusselserver. Was? Wie, was? Was? Das gibt's doch gar nicht. Das wird ja auch direkt gezeigt, wie oft man nicht, also sich fehlerhaft, also halt die fehlerhaften Versuche sich anzumelden. Kenne ich persönlich so aus der Unix-Welt, ne, da, wenn man sich da bei Unix auch so anmeldet, also Linux zum Beispiel, dass man dann auch angezeigt bekommt, wie oft man sich, also wie oft man es nicht geschafft hat, sich anzumelden, für den Fall, dass man gehackt wurde. So, das können wir eigentlich auch direkt alles einschmelzen. Wobei. Nee, lass ich jetzt mal. Wird ja sowieso gerade hell. Können wir uns eigentlich direkt losmachen? Ja, komm doch. Nahrung nehmen wir mal mit. Unsere zwei Schüsseln hier. Sollte reichen. Du kannst zurück. Wir haben Schwert dabei. Wir haben ein bisschen hier Spitzhacken. Blätter brauchen wir nicht. Leitern weiß ich, nehmen wir mal sicherheitshalber mit. Die Kohle kann hier bleiben. Fackeln haben wir ja 4 Stück, sollte reichen. So, die Frage ist, da ist kalt, also ist da wahrscheinlich keine Wüste. Dann gehen wir mal in die Richtung hier. Oh, heißen Tier und Monster. Auf dich bin ich scharf. Oh, er kommt sogar. Sehr geil. Ja, komm mal her. Komm, komm. Kommen meine bescheidene Hütte. Aber ein bisschen Werwolf hier vermöbeln. Easy. Ach ja. Lalalala. Serverboss, the ERP Master waits for you at the ERP. Interessant. Warum habe ich einen Statuseffekt eigentlich? Mobscore mal 3, Mobscore 3 mal 1. Yay! Gefickt! Wieder Mese bekommen. Ja, sind hier noch mehr Monster? Nö? Ja, nicht so? Schade. So, wir gehen mal in die Richtung, weil da ist der Spawn, von da kommen wir ursprünglich. Da ist unser Haus, das heißt, ne, nicht, dass uns hier allzu sehr verlaufen. Was ist das hier für eine Ruine? Interessant. Wie viele Tiere hier sind, holy shit. Sieht ja sehr interessant aus. Ach ja, okay. Da wurde alles abgebaut, was nicht geschützt war. Interessant. Oh, eine Kiste. Dass die Leute halt nicht wissen, wie man ihre Gebiete schützt, ne? Eigentlich können wir auf dem Weg auch die Wälzebäume hier abbauen. Vor allem da die ganzen Äpfelbäume. Die baue ich mal direkt ab. Wieder habe ich wieder eine Steinaxt? Ach so, weil ich da das komische Gerümpel aufgesammelt habe von dem einen Typen da, der da gestorben war.
hier ist noch ein Apfelbaum. Gott, so viele Äpfel bei mir. So, weiter geht's im Text. Genau, auch wieder bei Äpfelbäumen, ja, wobei nicht wirklich so viele Äpfelbäume. Guck mal, da ist. Ach du Scheiße! Sterben die gerade? Oh ja, wahrscheinlich wegen dem Sonnenlicht. Oh Alter! Kann ich den erreichen? Nee, ne? Chill. Dankeschön. So, du jetzt auch mal herkommen hier. Ich bin gerade so schön in Fahrt. Da kommst du mal oder was hier? Da kommt er ja schon. Na komm. Diese Hitbox! Ja klar, der kann mich schon mal treffen, noch bevor ich ihn überhaupt treffen kann. Außerdem ist er eh fast tot. Krieg ich eh keine XP mehr von. Gut, dann können wir nochmal getrost ignorieren. Wie viele Monster hier sind. Ja, schön hier. Ja, schön. Einfach mal, während die da rumstehen, die ganzen Sachen hier einsammeln. Easy! Danke! Ah, der greift mich an. Sehr schön. Alter, warum springen die so riesig hoch? Was stimmt mit denen nicht? So, was ist hier? Aha. Alles andere ist egal. So. Weiter im Text. Wir brauchen eine Wüste. Da ist unser Haus. So ungefähr. Nee, dahin. Wir laufen also noch in die gleiche Richtung. Oder in die richtige Richtung. Sehr schön. Schön hügelig hier. Holy shit. Da ist auch schon wieder Schneekacke. Oh, Eisen. So. Schön viele Blumen hier, by the way. Oh, und wieder unbekannte Flugobjekte. Sehr geil. Yay. Bin ich King oder was? Komm her. Die ganzen unbekannten Flugobjekte hier ist ja schlimm.
Früher als Rolk habe ich mir auch mal zum Spaß gemacht, hier die ganzen NPCs immer zu bekämpfen, weil die mir so hart auf den Sack gingen. Habe ich sie mal vorumgebracht. Ist da vorne eine Wüste? Ist das eine Wüste? Der sieht doch hart aus wie Wüste. Gut, gehen wir doch mal hin. Jetzt wäre also quasi um die Wüste genau drum herum gelaufen. Easy. Scheint eine relativ kleine Wüste zu sein. Ja, da vorne ist eine Wüste. Nice. Ist zwar leider dieser rote Sand, ne? Aber was soll's. Wo roter Sand ist, gibt es vielleicht auch weißen Sand in der Nähe. Laufen wir mal hier ein bisschen lang und schauen uns mal ein bisschen um. Uah. Ja, stimmt ja. In Sandgebieten gibt es auch immer diese Sandmonster. Ja, aber hier gibt es scheinbar nur wirklich nur roten Sand. Das ist natürlich schade. Weil weißer Sand wäre mir definitiv lieber. Das ist schon, also, ne? Immer so hoch springen müssen. Was stimmt mit denen nicht? Und was stimmt mit dir nicht? Arschloch. So, dann eine normale Wüste, weit und breit nicht in sich. Schade eigentlich. Das heißt, wir werden uns ja doch mit dem roten Sandstein begnügen müssen. Da fliegt ein UFO. Gucken wir mal, wie das aussieht. Sandstone. Wüstensandstein ist der. Der ist aus einem ganz anderen Material. Wobei mir doch das haut sogar hin. Aber ist mir. Ach, ist ja süß. Ist ja süß. Okay. Ja, wir brauchen. Ich hätte halt lieber gern das hier, ne? Aber. Ach, scheiße. Ne, komm, wir suchen mal weiter. Nach einer weißen Sandwüste. Also nach einer klassischen Wüste, ne? Und nicht nach einer roten Sandwüste. Immer schön Holz mitnehmen. Dafür ist es da. Und da war ich für Tag auch weg. Ja, wir haben noch eine Wüste. Aber auch wieder eine rote Wüste. Fuck. Hier geht's tief runter. Interessant. So, mal schauen, ob wir hier ein bisschen mehr Glück haben. Ob hier auch noch angrenzend eine normale Wüste ist. Weil das Problem ist halt bei diesen Dingern hier ist halt immer. Nee, ist die gleiche Wüste, wo ich gerade eben war, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Das Problem ist halt bei diesen Sanddingern hier, bei der Sandwüste, also Sandwüste, bei einer Wüste, dass immer diese Sandmonster spawnen und die spawnen halt sehr häufig direkt neben einem. Danke, dass du meine Theorie bestätigt hast, du Hure. Geh mal weg jetzt hier. Ey, ich habe nichts getan. Der Sand kannst du behalten. Keine Angst, ich werde dich nicht saugen. Please go away. I don't like you. I fucking hate you. And your family. Nee, nur rote Wüste. Ach, scheiße.
Hätte immer noch hinter uns her, nee, ne? Ja. Auch gut so. Hätte er nicht überlebt. Okay. Wenn der Map dann wieder reinkickt, oder vielmehr verschiedene Mindtest-Game-Versionen reinkicken. Ja, ich glaube mal, das ist ein Bereich, den hat man so noch nie gesehen. Und das ist jetzt ab der Mindtest-Version 5 wohl ein bisschen neu oder so. Oh, schöne Bäume hier. Also die Bäume an sich sind natürlich hässlich, aber ich finde Bäume mit Äpfeln halt zum Anbeißen gut, quasi. Ne? Kloppt euch mal. Habt ihr verdient alle beide. Aber ist das einfach so ein Steinblock, der Schnauze. Einfach so ein Steinblock, der einfach so in der Luft rumfliegt. Ist ja auch geil. Das Witzige ist, dadurch, dass der erst später generiert wurde, als das hier unten, ist hier unten auch kein Schatten, weil normalerweise müsste hier unten alles dunkel sein, ne? Und das ist der Indiz dafür, dass erst das generiert wurde und dann das hier unten und nicht andersrum. Weil wenn erst das da oben generiert werden würde, dann hätte in dem Moment, wo das hier unten generiert werden würde, ja, das da unten bereits gewusst, Achtung, über mir ist undurchsichtig, also mach mal Schatten oder sowas, du dumme Nuss, du. Ja. By the way, habe ich mich jetzt komplett verlaufen. Ich glaube, unser Haus ist in diese Richtung. Ich bin mir aber mittlerweile nicht mehr sicher. So, überall diese unbekannten Flugobjekte hier. Das ist ja... Ja, das Gebiet scheint wohl auch eine längere Zeit nicht besucht worden zu sein. Aber bitte Block da oben, sieht schon geil aus. Können wir uns ja mal irgendwie draufbauen und da oben unsere Residenz draufbauen. Ah, können wir sagen, wir haben hier den Todesstern quasi. Ah, guck mal, wer Item Rain hat begonnen. Die Frage ist, wie kam man da hin? Da musste man doch irgendwie... Wer Item Drop oder so? Nee. Wie war denn der Befehl dafür? Help me! Gibt es hier Events? 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 Nö. Das ist natürlich schade. The Temp Fleißigen Sets Lost Quest? Garantiert nicht? Nee. Es wird doch schon wieder dunkel, ne? Scheiße. Na gut, ist es sowieso vorbei. Wir haben noch keine Wüste gefunden. Also keine brauchbare Wüste, ne? Die Bäume sehen geil aus. Holy shit, was sind das denn für Riesenbäume hier, bitte? Okay, davon will ich jetzt mal 1, 2, 500 haben. Kommt man ja auch irgendwo gesunderweise runter. Hier zum Beispiel. Es ist so fucking dunkel. Lass mich mal Ruhe hier. So, das sind so Dschungelbäume. Interessant. So, kann ich den Ohr das Ganze abbauen? Nee, natürlich nicht. Okay, schade. Gut. Und noch Geist. Ein Skelett. Interessant. Ah, nee! So klingen hier diese komischen Baumonster.
Okay. Ich glaube, das war ein Zombie. Die macht so komische Geräusche. Ich bin mir allerdings noch nicht so sicher. So, hinter uns ist wieder ein Zombie. Was zur Hölle? Gut, hier ist nur Wasser, keine Wüste, schade. Diese Zombies machen so bescheuerte Geräusche. Den glaubst du ja nicht. Den glaubst du ja nicht. So. Sieht immer interessant aus. Okay. Warum gibt es weit und breit keine normale Wüste? Oh oh. Ein Werwolf. Oder einfach nur ein Wolf. Ein Wolf, der sich wehrt, ist auch ein Werwolf. So, feier. Oder ein Wolf, der zur Wehrmacht geht, keine Ahnung. Kann es ja aber irgendwo normale Wüste sein? So einfach so ganz normale Wüste? Geht das mal? Da vorne sind wieder Dschungelbäume. Ach nee, Tannenbäume. Oh Gott, das ist schon wieder Eis, ne? Scheiße. Weg. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe hier Sand gefunden. Oder ist das Schnee? Sieht aus Sand. Das ist Sand. Das heißt, hier gibt es auch eine Giant Red. Ach du Kacke, ach du Kacke. Vor allem, die sind im Wasser genauso schnell wie normalerweise. Nur ich bin halt langsamer. Ich werde jetzt halt direkt gleich sterben. Wobei ich dann auch, weil sie nicht schwimmen können. Haha. Komme ich hier rauf? Ja, hier komme ich rauf. Sehr schön. So, ich glaube, die sind despawned. Hier sind sie nicht. Dann graben wir vielleicht mal irgendwo rein. Oder so, keine Ahnung. Nein, das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. So, perfekt. So, jetzt sind wir hier drinnen. Jetzt können die uns gar nichts mehr. Aber hier gibt es keinen Sandstein, sondern nur Stein. Das ist natürlich schade. Wow. Tja, hier gibt es echt nur normalen Sand, kein Sandstein. Ach, das ist wirklich kacke. Ist halt nur Strandgebiet, ne? Keine Wüste. Was ist das denn hier? Oh! Eine Perle. Nice. Ich bin zwar im Echten kein Muschelfreund, aber pff, kann man die essen? Also gut, wir sind jetzt gerade sowieso satt. Von daher können wir sowieso gerade nichts essen. Und der Inventar ist auch voll, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Du kannst weg. Einmal Holz bringt uns genau gar nichts. Du kannst auch weg. Ja, sieht doch gut aus. Oder so. Tja, alles nur Sand, ne? Kein Sandstein. Scheiße. Ach, scheiße. Können wir Sandstein auch direkt aus Sand machen? Ja, ne? Man kann auch aus Sandstein auch aus Sand machen. Was? Achso. Gut, da sammeln wir einfach ganz, ganz viel Sandstein ein. Wir hätten uns mal eine Schippe mitnehmen sollen, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Achso, nein, nee, eigentlich nicht, weil war ja nicht geplant, Sand zu sammeln, sondern Sandgestein, aber wir müssen jetzt doch leider Sand sammeln. Das heißt, wir brauchen erstmal.
Ich mache einfach eine Steinschippe. Ganz ehrlich, komm hier. Bam. Bam, bam. Machen wir mal so eins, zwei, sollten reichen. Und dann let's go. Oh, Wasser kommt rein. Ja, gut. So, wir hier brauchen wir uns übrigens mal so keinen Unterschlupf. Das, wenn wir jetzt gerade von Monstern überrascht werden, wir irgendwas zu haben zum Zurückziehen. Guck mal, hier haben wir auch Sand. Kann man hier unten mal bitte das Wasser aufhalten? Das ist ja schlimm hier. Machen wir mal hier so weiter hin. Ach, der gute hat viel gebracht. So. Ist ja Silbersand. Egal, komm. Können wir vielleicht auch irgendwann gebrauchen. So. Silbersand. So. Dann nehmen wir mal wieder die Wand. Nö, können wir noch ein bisschen sammeln. Also ein Stack Sandstein hätte ich schon gerne. Gibt eine Karte da oben. Komm ruhig runter. Komm mal her jetzt hier. Hallo? Stopp, Kartoffel! Hallo? Ja, holt wieder ab. Danke. So. Haben wir direkt wieder ein bisschen EP bekommen? Sehr gut.
Oh, wir haben sogar ein neues Level bekommen. Level 24 werden wir gleich. Ach, Dirtmonster. Braucht keine Sau. Oh, Mietemonster. Yay! Ronny ist jetzt ein echter Motherfucker. Well. Lern, wo du hingehörst, Mädel. Was war jetzt hier? Hier ist Wasser hier, ne? Jetzt geht einem schon die Zett auf den Sack. So, wie viel haben wir jetzt schon mittlerweile? Oh, könnte. Sollte reichen, komm. Wir wollen hier nicht direkt übertreiben. Von daher würde ich mal sagen. Mal so. Oder reicht das Ganze auch erstmal? Achso, wir sammeln mal noch unsere Fackeln und unsere Pflanzen ein. Was glaube ich? Leitern. Können wir runter hier? Hallo, runter. Goddammit. So. Okay. Und ab nach Hause. So, dann sollte es mit der Folge auch erstmal. Wo sind wir hier? Man sollte ein Homepoint immer im Home setzen. So ungefähr. Und dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge, ne? Oder so. Können wir unser Haus mal ein bisschen weiterbauen, Fußball auswechseln und allerlei schöne Dinge machen. Gut, bis dann.